verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Namen des Sportunion Eisengraben aktiv bei der 7. Auflage des Eisengraben Sautog-Rennens hier am Erholungsteich Leithof. Wie läuft das Rennen ab? Pro Trog gibt es 2 Teilnehmer. Gefahren wird in 3 Klassen, Jugend, Damen und Mixed und in der allgemeinen Klasse. Wir haben 3 komplett wirklich aerodynamisch kann man nicht sagen, aquadynamische Tröge, ja, die 100% dicht sind und jede andere Eigenschaften im Wasser aufweist, die werden gelost. Das heißt, jeder, der fährt, wird vor jedem Start ein Los ziehen und dann seinen Trog bekommen. Somit ist absolute Fairness gegeben. Nochmals der Hinweis zur Datenschutzgrundverordnung. Während des Rennens werden Fotos gemacht und es wird gefilmt. Derjenige, der nicht auf den Bildern sein will, bitte wegschauen oder irgendwo mit einem Plakatstift mir nichts aufschreiben, dass der Fotograf dann einen schwarzen Balken aufs Foto setzen kann. Bitte, danke. Sind die Bildersackeln schon aus? Ja, wir sind auf Umweltschutz gegangen. Plastiksackel gibt es in Leithof nicht mehr. Okay, ein herzliches Willkommen auch von uns, von der Wasserrettung Krems. Ich habe heute 2 neue Kollegen mit. Zur Sache selbst, es soll Spaß machen, das wird Spaß machen, wie ihr untereinander euch den Sieg ausmacht, ist uns eigentlich egal. Eins ist uns nicht egal, der Spaß muss sicher werden und dazu würde ich bitten, sollte irgendjemand, wenn sie hier draußen unterwegs seid mit diesen Trögen, ein Problem kriegen mit dem Kreislauf oder ganz egal was, dann bitte einen von unseren Retter, 2 sind da, einer auf der Insel, ich bin drüben, den Blick zuwerfen und dann wissen wir, was wir tun. Sonst brauchen wir nichts tun. Okay? Das war's. Danke. Ich begrüße unseren Hausherrn Franz Aschauer. Lieber Franz, danke, dass du wieder dabei bist und dass wir die Anlage nutzen dürfen. Ich begrüße weiters die Vizepräsidentin der Sportunion Niederösterreich, Birgit Fürngartz-Maglock. Liebe Birgit, danke, dass du zu uns gekommen bist. Weiters begrüße ich ganz besonders und bedanke mich beim Team der Strandbar Friedrich. Lieber Friedrich Dubski, danke für deinen Support, danke für deine Unterstützung. Bei der Rennbesprechung haben wir sie schon auf der Bühne gehabt. Nochmal herzlich willkommen und danke für die Unterstützung und für die Sicherheitsgarantie mehr oder weniger. Lieber Robert Enzinger und Team, die Wasserrettung Krems, danke, dass ihr wieder die Aufsicht und den Support macht. Tja, was wäre eine Veranstaltung wie das Sautog-Rennen ohne den musikalischen Support, lieber DJ Zai, Tobias Kretschmer, danke, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen auch an alle Vertreter der Presse. Lieber Wolfgang Fasching, der jetzt nicht im Bild zu sehen ist, danke fürs Mitfilmen. Danke auch an den Martin Mörks und an den Christian Bauer, die fotografieren. Hier nochmal der Hinweis bezüglich der Datenschutzgrundverordnung. All jene, die nicht auf ein Foto wollen, bitte irgendwo markieren, mi nix, dass wir dann einen schwarzen Balken auf ein Foto setzen können. Danke auch an unseren Medienpartner, die NÖN, und an alle Helfer von der Sportunion, von der Anlage hier, Gemeindebedienstete, die uns die Anlage so dermaßen super zur Verfügung stellen. In eigener Sache, wir haben in der Strandbar Friedrich ein Kuchenbuffet. Sollte jemand Gust auf eine Nachspeise haben, bitte dann einfach reingehen und lasst euch verwöhnen von dem Kuchen. Als Bürgermeister der Gemeinde Leithof darf ich euch alle herzlich begrüßen am Erholungsteich in Leithof. Danke, dass ihr gekommen seid. Es freut mich, dass alle da seid. Ich möchte mich bedanken bei der Sportunion Eisengraben, bei allen Mitgliedern, die aktiv heute mithelfen, die was das Kuchenbuffet geholfen haben, bei allen, die mithelfen und besonders beim Gerald, dass sie sich umschauen, dass das so schön funktioniert. Und für den heutigen Veranstaltung wünsche ich euch alles Gute. Bitte die ganzen, was mitrudern, tatsächlich fair aufführen, nicht gegenseitig einstessen, sonst wird es disqualifiziert. Dann alles Gute fürs Rennen. Danke, Gerald. In diesem Sinne, let's the party begin! Good! Ja, komm!
die Startnummer 107. Das Startkommando gilt. Auf die Plätze. Fertig. Traumschießerpreis hat einen traumhaften Start. Wir feuern die beiden Teams an. Hopp, 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 hopp. Dann starten wir. Das Startkommando für das kleine Finale der Jugendwertung 2019 lautet: Auf die Plätze, fertig. Hopp, 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 hopp. Gut, das war leicht unfair, wenn der DJ den Umbach U-Boot spielt. Warte, so, dass du jetzt den Umbach einschwörst. Der dritte Platz geht an. Die schönsten. 109, Gratulation. Auf die Plätze. Fertig! Das große Finale der Jugendwertung 2019! Es geht um Platz 1 und Platz 2! Perfekt! Ein Kopf an Kopf, ein Kopf an Kopf rennen! Hopp, 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 hopp! Der Druck muss komplett aus dem Wasser, ne? Druck muss aus dem Wasser! Rumpa muss draußen sein. Auf die Plätze. Fertig. Die Strecke geht um die Insel und um die Pole. Und dann retour. Insel plus Pole und dann retour zum Startbereich. Mama Hasel hat Probleme in den Punkt zu kommen. Sie hat es geschafft. Hopp, 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 hopp. Das machen Sie stark an. Die Türen kommen 105, 113 und 118. Bitte zum Start. Liebe Hasan, du hast den Kurs gebrochen. Wir haben das einzige Umfahrten hier an der Rollerstein. Super. Der Herr Bürgermeister und die Vizepräsidentin haben jetzt bitte ein ganz besonderes Auge auf dieses spezielle Rennen. Auf die Plätze! Fertig! Los! Hopp, 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 hopp. Das ist die Ende Karte.
auf die Plätze. Fertig, los! Jetzt brauchen wir es nur, weil die Boje den Mann macht. Zu viel Fahrt. Die Nummer 118, die Queens. Gebt's Gas, ihr habt's nur geschaut. Die gehen ja wohl so. Druck und Kabel heraus. Die heißt du. Die Elena. Und die Tante Elke ist so langsam gewesen. Ja, gibst du, weil du warst jetzt das erste ins Zukommen, stimmt's? Ja. Ihr habt's gewusst. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ein Tipp, ihr könnt ans Ufer gehen, da könnt ihr nochmal einsteigen, da kann man nicht, hat man Grund unter den Füßen. Ich muss sagen, sie hätten es probiert, sie wirklich auf den Thron aufzustellen. Ja? Also. Heute im Smoking kriegen sie auf jeden Fall mal. Bravo! Einen Applaus für die Tattoo-Lady und Thor! Bitte kennt's nur mehr zu mir! Vielleicht könnte der Thor sein Hammer nicht mitnehmen zu. Dreiskirchner in Leitung. Einen Spezialapplaus für die Untergeher. Sehr tapfer waren sie. Die Plätze. Fertig. Ecke, super Start. Gib Gas. Es geht aber fertig. Ihr seid fertig? Dann auf die Plätze! Fertig! Los! Hopp, 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 hopp! Es geht um Platz 1 und Platz 2 der Damenwertung! Frame kommt nicht in den Trumpf! Und die Kohle! Wir feuern die beiden Teams an. Hopp, 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 hopp. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Sexy. Auf dem Morgen sein, Alter.
Und sie sagte zu ihm, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. In der Zielgeraden, Start Nummer 104, Bad Influencer in the Dude, unsere Gastteilnehmer aus Bayern. Achim Noah kämpft sich hinten nach. Bravo, einen Applaus für beide Teams. Einen Spezialapplaus für Patrick Beitl und Andreas Lemmerhofer als Aachen Noah. 5, 4, 3, 2, 1. Machen wir jetzt ausnahmsweise ein Verlierer-Interview. Ein Verlierer-Interview machst du? Auf die Plätze! Fertig! Bitte hier einpacken, hier! Retour bitte, mit Seitenspiegel. Und bitte, wenn man gerade zwei bewegt sein und dreht. Danke. Dann würde ich sagen, gehen wir es an. Auf die Plätze, fertig. Das Startkommando gilt, auf die Plätze, fertig! Also das schaut schon mal gut aus für die Chor. Die zwei Wasserhunde können es nicht lassen. In Führung die Saarbrücken-Teilnehmer Jakob Ernst und Sascha Reichenvater.
Einen Applaus für die Wasserhunde! So, jetzt habe ich eine inhaltliche Frage, wie ist das so, wenn man einen zweiten Platz macht, ohne dass man Wasser ist? Ja, stark einfach. Echt einfach. Also, das wollte ich dann. Gibt es dann was zum Erzählen in Dreiskirchen? Danke fürs Vorbeischauen. Auf die Plätze! Fertig! Naja, wenn wir schon Bayern da haben, dann müssen wir die Nationalhymne davon nicht spielen, oder? Bayern, die sind an mir. Jawohl! Das ist nicht spannend! Fertig! Hopp, 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 hopp! Bitte das Ganze nur mit Zeitlupe und zurück zum Start. Ich glaube, der Moses kann übers Wasser gehen. Wir feuern die Akenoa und die Zwasser Rand und Band an. Hopp, 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 hopp. Das Startkommando gilt. Auf die Plätze. Fertig. Das war sogenannter Jumpstart. Wenn du das wünschen darf, bitte nur das so herstellen, direkt wieder reinschieben. Perfekt, dankeschön. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Von der Titanic, die Stützwahlen braucht hat. So Leute, der Mann wird sich überstiegen und kommt. Applaus, Applaus! Hopp, 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 hopp! Die Saarbrücken-Teilnehmer Sascha Reichenbacher und Jakob Ernst sind momentan in Führung und kommen zur Boje. Die
natürlich gefolgt von Bad Influenza und The Dude. Und zwar aus der Random Band. Wer wird gewinnen? Wer wird untergehen? Die Oberkante von der Titanic ist noch zu sehen. Gerade noch zu sehen. Betonung auf noch. Sie sind noch nicht mehr! Bad Influenza, Dude, probieren gerade den See, den Teig auszuschöpfen. Franzischer Preis mit der Land gezogen, Platz 1, Leute, meine Klasse. Geht an Sascha Reifenvater und Jakob Ernst. Geht an zwei aus der Random Band, Johannes Gassner und Christoph Meyerhofer. Und Platz 3, trotz Untergehen. Bad Influenza and the Dude. Bronze geht nach Bayern in unser 10. Bundesland. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war das Saudruckrennen 2019. Bitte bleibt so da, um 16 Uhr machen wir die Siegerehrung. Bis zu dies sind die Trügel freigegeben. Jeder, der bis jetzt zugeschaut hat und Arme gern nass werden wollte, darf es jetzt probieren, außer Konkurrenz. Ihr dürft euch gerne erkundigen nach den Best-of-Practice-Beispielen der Sieger, der Zweitplatzierten oder anderen Teilnehmern. Viel Spaß, wir hören und sehen uns um 16 Uhr hier auf der Bühne. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Besucher des Saudruckrennens hier in Jeithof 2019, liebe Freunde der Sportunion Eisengraben aktiv, das Rennen ist geschlagen. Die ersten drei Plätze der jeweiligen Wertung stehen fest. Wir starten heuer umgekehrt, wir starten heuer mit der Verlosung, mit der Belohnung der kreativsten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und der besondersten Leistungen. Ich bitte auf die Bühne. Die Schneehaserl, Team Nummer 102, Karin und Mia Heindl. Bitte bleibt bei uns. Die Unbekannten, Samuel Hofbauer und Hannes Konrad. Der Elefant und der Kommissar Rex. Danke, dass du mitgemacht hast, gell? Der Polizeileiber hast du jetzt vergessen. Als nächstes haben wir prämiert, nicht bezüglich der Verkleidung, sondern wegen der Leistung und wegen des Ehrgeizes. Genau deswegen sind wir da. Lieber Dominik Schützenhofer und Tobias Kellner, die Wüdenhund, bitte zu uns auf die Bühne. Liebe Elena Schimanko und Tante Elke. Die Queens. Danke fürs Mitmachen. Alles, alles Gute. Gell? Safety first. Liebe Elena. Ja, und immer doch. Kindergröße passt die Alke? Natürlich! Ja. Alles Gute! Die wilden Hunde sind eingetroffen! Wir haben uns gedacht, nachdem es nicht verkleidet war, aber trotzdem so viel Ehrgeiz gezeigt hat. Alles Gute, danke fürs Teilnehmen! Gell? Danke! Alles Gute! Unsere Gäste aus Bayern, Bad Influenza and the Dude für einen kreativen Namen! Gratulation, danke, dass du Spaß mitgemacht hast. Auf jeden Fall, nächstes Jahr wieder. Gerne. Gratulation für euren Namen. Ich bin euch ein Vorgemüster, wenn du noch. Super. Gratulation. Ich mag sie. So, ein Team fehlt noch. Eines war wirklich genial verkleidet. Die Arche Noah, Startnummer 101. Das Team, das sich heuer zum Erst, also als allererstes angemeldet hat. Patrick Weitler und Andreas Lemmerhofer, bitte zu uns. Lieber Noah, lieber Moses, für euer nächstes Bauprojekt. Meine Damen und Herren, es folgen die ersten drei Plätze der jeweiligen Wertungen. Wir starten mit der Jugendwertung. Platz Nummer 3 bei der Jugendwertung. Die Schönsten, Jakob Berner und Jan Sinhuber, bitte zu uns auf die Bühne. Gratuliere. Bitte da bleiben.
Platz Nummer 2 der Jugendwertung. Da ist ebenfalls ein Berner dabei. Simon Berner und Christian Lechner im Team Igor. Und die Goldmedaille in der Jugendwertung haben sie geholt. Hannes Konrad und Samuel Hofbauer im Druck Die Unbekannten. Als nächstes haben wir die Damen an der Reihe. Den dritten Platz in der Damen- und Mixed-Wertung haben sie geholt. Die Nina Reichenvater und Nadine Dietl im Druck. Die Chickas bitte zu uns. Silver Medalists. Die Schneehasern. Zweiter Platz in der Damen- und Mixed-Wertung. Karin und Mia Heintl. Gold in der Damen- und Mixed-Wertung haben sich geholt Eva Schimanko und Verena Fischer im Druck Pinky und Brain. Allgemeine Klasse. Dritter Platz. Bad Influencer and the Dude. Dieser Name hat sie eingebrannt. Gustav Reichel und Rolf Wolz. Bitte zu uns. Dritter Platz. Dankeschön. The Silver Medalists. Ah. Zwei aus der Random Band. Johannes Gassner und Christoph Meyerhofer. Disziplin. Die Goldmedaille haben sie geholt. Die Sautrunkrennen-Teilnehmer. Jakob Ernst, Sascha Reichenvater. Erster Platz in der allgemeinen Klasse des Sautrunkrennens 2019 in Jeldhof. Das Schlusswort, das hat der Bürgermeister. Und danke an Gerald, dass du es wieder so gut organisiert hast, weil die Hintergrundarbeit ist sehr viel. Danke und bitte für das nächste Jahr, dass du das nächste Jahr wieder machst. Dankeschön. Sehr gern, danke. I'm losing it.